Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück zu Pikmin, nicht 1, nicht 2, nicht 3, sondern 4. Und nicht der DS-Teil. Zusammen mit dem Captain of the Conscious Corner. Na, alles Gute zum Twiggy. Und mir den Failord. Und schön, dass ihr zurück seid. Oh Mann, ich war so abgelenkt von Pucci, wie der da lag. Das sind zumindest schon mal 5. Offenbar brauchen wir noch 5. Ja. Oh je, die Kavallerie. Und auf geht's. Und dann holen wir uns da den Picknickkorb. Der Pikmin-Korb. Yeah, genau. Aber könnten nicht die gelben Pikmin sich quasi aneinander wie ein Seil runterhängen, damit die roten auch hochklettern können? Das wäre cool. Das wäre mega cool. Ich meine, warum denn nicht? Also theoretisch könnten sie das, wenn die KI so eingestellt wäre oder, ne, oder die Macher des Spiels so dran gedacht hätten, das so zu machen. Sind da gerade welche umgedreht? Ja, weil da noch, nee, da waren ja gar keine Kristalle übrig. Die hatten in der Hand Kristalle und die sind umgedreht und irgendwo anders lang gegangen. Sehr interessant. Aber vielleicht sind sie nur kurz einmal geschlenkert. Könnte das Geschehen nicht mehr nachvollziehen. Naja. So, jetzt erstmal auf jeden Fall hier wieder auf Nektarin. Ja, habe ich jetzt gerade alle? Ja, ich habe alle, okay. Ja, alle da. Dann ist komisch. Wir könnten unsere gelbe Pikmin helfen. Wir könnten, ein Elektrozaun ist für sie kein Problem. Na, dann warten wir doch mal, bis sie hier fertig sind. Yeah, wie einfach alles außenrum kaputt geht, aber das Glas selber gar nicht. Elektrozaun eingerissen. Die Komprimierung ist stattgefunden. Keine Ahnung. Ja. Gebiet kompromittiert. Was sagt das Tablet mir? Ja, okay, ja. Das war wohl alles. Geht's hier durch? Und wie gesagt, also ich habe das gerade eben schon gesehen. Das sieht auch, ja, es geht runter, ja. Also es sieht aus, als wenn es noch eine Ebene weiter runter geht. Dass es eher so eine Art Stöpsel ist. Oh. Ja, das war gewagt. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Der nicht Pikmint. Yeah. Und das sagte auch schon Gandhi. Und wenn Gandhi das sagt, dann hat er das gesagt. Ja. So. Blup. Oh, das Geräusch ist super. So ein richtig schönes mit Druck. So. Ah ja, die kommen ja bestimmt mit, wenn ich jetzt sage, ja, weitergehen. Bestimmt. Haben wir jetzt alles zurückgebracht? Ja. Würde ich behaupten. Auch wenn die nicht... Pikmin, die nicht zu deiner Truppe gehören, folgen dir. Scheißegal, ob du die vorher jemals eingesammelt hast. Stark. Ja. Wir hätten die Eisdinger gar nicht holen wollen, hätten wir schon. Weißt du, wie ich meine? Ja. Feurige Fabrik, Ebene 2. Fortschritt 50%. Sehr schön. Aber wir haben schon gerade gesagt, so, wir haben uns irgendwie einen Plan gemacht. So einen Tag pro Folge. Und direkt mit dieser Höhle ist einfach alles ad absurdum geführt worden. Ja. Genauso haben wir das gesagt. Ach ja, wie war das nochmal? Y und dann... Alle außer rote Pikmin entlassen. Alle entlassen. Schön, dass das Spiel schon weiß, was Sache ist. Oh? Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Oh. Ist hier jemand gestrandet? War hier jemand vielleicht ein bisschen tollpatschig? Könnt ihr den Korken hier kaputt machen? Das ist ein Marshmallow. Ah ja, okay. Der Brutzelboden ist erkaltet. Der Brutzelboden? Einer von diesen Sätzen, von dem man denkt, dass man sie nie ausspricht. Weil ich nie an das Wort Brutzelboden gedacht habe. Schon ein starkes Stück. Ist halt echt das Game of Mashing einfach nur. Ja. Da drüben ist irgendwie ein Signal, aber das machen wir gleich. Holen wir uns erstmal das ganze Material. Dann sind wir reich. So, dann könnt ihr schon mal... Mist, verzählt. So. Ach ja, das Mashing wird uns irgendwann noch auf die Füße fallen. Vor allen Dingen mir. Irgendwann werde ich einfach alle Roten ins Wasser schmeißen oder irgendwie sowas in die Richtung. Nice. Es sei denn, das Spiel sagt einfach automatisch von sich aus so, das kannst du nicht. Das ist verboten. Ja, kommt so eine unsichtbare Wand. Ja. Oder die Pfeile und Lucky Two kommt reingeflogen und zieht sie schnell wieder raus. Oder es kommt einfach ein lautes Nee. Ja. Was ist das? Was ist das Ekelhafte? Das ist eine Süßkartoffel. Ach so. Pff.
Okay, er will nicht mitgraben. Musst du ihn nicht mit A draufsetzen? Hab ich versucht, aber okay. Er hat nicht reagiert. Naja, dann ist wahrscheinlich voll oder so. Graben abgeschlossen. Yeah, bring die Süßkartoffel zurück. Yeah. Sweet Potato. Sweet Potato. Oh ja, sind schon fertig. Vielleicht ist es auch eine verkrüppelte Ocarina, ich weiß. Oh, das Wort verkrüppelt sollte man, glaube ich, nicht mehr sagen. Eine etwas andere Ocarina. Ich weiß nicht, ob die Aussage auf die erste Aussage hin die Sache besser macht. Nee, hast du recht. So, ja, könnte das sein? Das fünfte Crewmitglied hat das Spiel fast durchgespielt. Nice. Wow. Tag 5 und wir haben das Spiel durch. Naja, wir müssen ja noch nach Oli mal suchen. Ja, ach komm, der liegt daneben. Und dann 80 Tage lang die Suche nach Olimas Schiffsteilen. Ja, genau. So, hier, ui. Ich glaube, wir haben einen weiteren Kollegen von der Rettungscrew gefunden. Schnell, sehen wir uns die Visitenkarte an. Schnotz! Von Sigurai. Wow. Sigurai. Ein weit gereister, höchst angesehener Gutachter. Das ist also der Gutachter, der die Dings gemacht hat. Was? Die hier, Haupttussi, ich habe ihren Namen vergessen. Ja. Richard Shepard hat doch gesagt, die KI-Einteilung der Gegenstände wurde von einem angesehenen Gutachter gemacht. Ah. Das ist also derjenige, nämlich Schnotz. Basierend auf seiner Methode wurde eine zuverlässige KI entwickelt. Ja, okay. Moment mal, das ist kein Rettungscrew-Mitglied. Wer kann das bloß sein und wie ist er hierher gekommen? Der Visitenkarte zufolge handelt es sich um einen Schatzexperten. Was macht denn so jemand auf diesem Planeten? Ich frage mich. Erinnert ihr euch noch an das Logbuch, das uns zusammen mit Captain Olimas SOS-Signal übermittelt wurde? Sus. Wenn er das auch empfangen hat, ist er vielleicht hierher gereist, weil ihn die Schätze interessieren. Und dann ist er abgestürzt, so wie Captain Olima. Das halte ich für die logischste Erklärung. Ich hoffe ja, dass er der Einzige ist, aber... Nun, wir sollten die Augen nach weiteren Gestrandeten offen halten. Es könnte hier noch weitere Personen in Not geben. Wie es aussieht, haben wir eine weitere Mission. Ihr wisst, was zu tun ist, Ocean und Phelan. Hilfe für die Gestrandeten. Neben Captain Olima und der Rettungscrew sind wohl auch andere auf diesem Planeten gestrandet. Auch wenn es schon genug zu tun gibt. Ich suche nach ihnen und rette auch sie. Yep. Wir machen einfach alles. So, dann... Mash Potatoes. Ey, das ist echt zum Kotzen. Sweet Mashed Potato. Gibt's nicht wirklich irgendwie sowas Rush? Sprinten? Es gibt eine Schnellauswahl. Vielleicht kann man per Schnellauswahl, aber man kann nicht rushen, wie es aussieht. Das geht einfach nicht. Springen, aussenden. Ja, so ist es jetzt halt. Nintendo ist immer daran interessiert, dass ihre Joy-Cons schneller kaputt gehen. Dementsprechend richten sie alle Spiele nach raus. Na gut, das sind ja nicht die Tasten, die bei den Joy-Cons. Naja, wer weiß, vielleicht haben sie was gefunden, wenn man nur ganz viel mescht. In der Switch 2 vielleicht? Ja. Ey, wenn die in der Switch 2 nicht die Sticks einbauen, die neuartigen, alten. Ja, eben, sind ja eigentlich alte. Waren die, bei der Dreamcast waren die doch. Ja. Oh, guck dir diesen Mini-Burger an und den Krapfen, wenn das ein Krapfen ist. Ja. Ich weiß nicht, hast du bei deinen Dreamcast-Controllern schon mal irgendwie sowas wie Drift oder sowas wahrgenommen? Nö. Weil ich meine, ich bin ja auch vollends zufrieden mit den anderen Sticks, also mit den Hall-Effect-Sticks, die ich ja bei meinen Joy-Cons reingebaut habe. Zu dir kommen wir gleich. Das ist voll witzig, gucken die an. Glübsch machen die Augen. Ein Prachtkerl, ich würde ihm ja gerne die Vitrine stellen. Eine Puckschnecke. Eine Puckschnecke, das ist schön. Sieht aus wie ein Eishockey-Puck und ist eine Schnecke. Ja. Nee, und ich habe irgendwie jetzt ein Video von, ich weiß nicht, Good Vibes Gaming oder so gesehen, wo jemand meinte, dass eben, weil die Joy-Cons halt so ein bisschen mehr Resistenz haben und so, also die Sticks viel schlechter sind und man sie ja nicht einbauen solle, weil es das nicht wert ist, quasi den Drift dafür auf, also ne, dass das potenziell nicht driftet. Okay. Ja, dachte ich auch so, sehr komisch. Also, ich weiß nicht, irgendwie finde ich ist das, also weil er fand das irgendwie unpräziser, durch eben diese, durch dem, dass die Joy-Cons ein bisschen mehr Resistenz haben.
Das macht das doch wesentlich. Weißt du, was die Joy-Cons für eine hin und her wutschelnde Scheiße sind? Die normalen? Ja, also, denke ich nämlich das, auch. Das sind eigentlich richtig fürchterliche Sticks. Bin ich eigentlich auch der Meinung. Also ich habe ja zwei Controller mit diesen Hall-Sensor-Dingern. Ja. Bei beiden bin ich nicht der Ansicht, dass die Sticks problematisch sind im Vergleich zu Joy-Con-Sticks, die doch durchaus, aber gut. Ein bisschen schwammig gesagt. Oh Gott. Oh nein. Naja, so ist das Leben. Butchie! Ochin. Nein! Nein! Ich hab dich doch vorher zurückgerufen. Ochin, Schwanz brennt! Lösche schnell das Feuer, in dem du B gedrückt hältst. Bats! Oh. Nein, Game Pikmin! Oh nein, schnell, du musst helfen! Eine neue Basis kann genutzt werden. Wozu sollte ich das jetzt noch? Da ist der Ausgang! Ja, aber für den Fall der Fälle. Musst du den Dings nicht bis nach hinten schleppen? Denk drüber nach. Musst du den Dings nicht bis nach hinten schleppen? Ja, okay. Wusch. Oh! Kling! So, oh. Hab ich hier irgendwie die Karte, die mir dann anzeigt, wie viel Prozent wir haben? Ebene 2, 100%. Okay, aber sehr schön. Da kommt noch so ein kleiner glitzeriner Mann. Ein glitzeriner Mann? Das ist ja gerade nicht das Glycerin oder ja, Glycerium. Ja, doch. Das ist ein Glycerium. Nee, das ist das Baumaterial. Ja, aber ist das nicht... Nee, das ist eben nicht das Glycerium. Ja, das... Ja, Katzenstreu. Okay. Wo hoch ist mit dir hier? An die Oberfläche. Auf zur Oberfläche, wo die ganze Wahrheit ans Tageslicht kommt. Und wir auch. Wir sind die Wahrheit. Oh, wenn der Tag vorbei ist. Und Rache. Und der nächste Tag beginnt, dann haben wir erstmal 10 Minuten lang Gespräche mit Schnotz. Und du mit hast Russ. Schnotz gefunden. Und oh wir Gott! Haben und wir haben unauffällige Köstlichkeit. Mm. Erleuchtende Schmiere. Ein Staubbett. Schatz der Erde. Ein Schokoladenschiff. Okay, Knabberkreiskeks. Nee, das ist kein Burger, das ist so ein Schokoladenkeks, aber da sind irgendwie so komische Kristalle drin. Glycerium. Ja. Und Kreaturen. Für insgesamt 499. 100%. Komplett erforscht. Wow. Ich glaube, wir haben das Schiff jetzt voll, wa? Nee nicht ganz. Wir sind bei 1327. Na gut. Ja, das, ne, also ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, 14 auf der Ebene. Naja, mach dir nichts draus. Passiert, guck mal, ich habe auch einen verloren. Oh nein, mach ich jetzt einen Tally davon, wie viele Pikmin wir verlieren? Nein, mach das nicht, komm, tu dir das nicht an, die Folgen müssen schnell rauskommen. Naja, in den ersten zwei Folgen habe ich nichts zu tun, was das angeht. Na gut, naja, dann bitte mach das. Dann zähl auch, wie oft Putsche der Schwanz brennt. Alles, was dir negativ gegenüber ist. So meinte ich das nicht, aber auch gut. Wo liegt denn das Problem? Putsche sieht aus, als wenn er da gerade hingekackt hätte. Naja, genau. Oh, verstehe, manche Pikmin wollen dir nicht an die Oberfläche folgen, ja? Ja. Es scheint einem mitzugeben, wie viele Pikmin und wie viele Arten von Pikmin gleichzeitig an der Oberfläche sein können. Bullshit? Das ist Schwachsinn. Aber um die anderen musst du dir keine Sorgen machen, wenn du deine Truppe auswählst. Alle verbleibenden Pikmin warten in der Zwiebel an der Beagle. Die Zwiebel an der Beagle. Dip, yeah. Dip, die Zwiebel an der Beagle. Die Zwiebel an der Beagle. Das ist doch, also auf den kompletten Planeten, auf dem wir uns gerade befinden, sind gerade 30 Pikmin draußen. Gut, akzeptiere die Logik, macht nur Sinn. So. Dann war das eine neue Pikmin-Art! Okay, wir haben wenigstens 10 gelbe Pikmin mit rausgeholt. Sie überraschen mich immer wieder. Die einen sind gelb, die anderen sind rot. Wow. Du willst deine Truppe neu ordnen? Nein. Lass sie zuerst. Ja, schön, aber das ist ja nicht das, was ich wollte. So, da kommen wir noch nicht hin. Wo war denn dieses andere Zwiebelding? Das war hier irgendwo. Yep. Ganz da oben ist die Erdbeere. Da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch ran. Ja, yep. Dann war da irgendwo. Da ist es. Ja, da ist auf jeden Fall. Dann können wir nämlich 10 mehr an der Oberfläche haben. Das ist so fantastisch. Ja. Wie wir uns hier abrackern müssen, um den Pigment zu kriegen. So, und auf geht's. Machen wir die 5 da hoch. So, da weiß ich nicht, ob wir da Graben abgeschlossen. Sehr schön. So, der Tag ist auch fast vergangen. Also ein bisschen Zeit ist tatsächlich vergangen. Ja. Und ich muss tatsächlich sagen, mir fehlt ein bisschen das, dass ich noch einen zweiten Captain oder so habe. Einfach nur aufgrund dessen... Ach so, die haben schon... Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme zu dem Ding.
Weil da, ich möchte da gerne auf die höheren Ebenen kommen und dafür bräuchte ich halt irgendwie so einen zweiten oder dritten und sowas Captain. Also das wäre an sich schon nicht, nicht verkehrt, wenn wir das hätten. Auch nur 5. Okay, und die bleiben auch irgendwie quasi da oben. Nicht, dass die dann irgendwie so, oh nein, du hast uns gegen die Kante geworfen, jetzt müssen wir runterfallen. Ach, das waren immer schöne Momente. Ups, jetzt bin ich hier runtergefallen. Upsi, ich Dummerchen. Ja, genau. Guck mal, das Ding gibt dir mehr Pikmin. Boah. Du kannst jetzt 10 mehr Pikmin mitnehmen. Ja, damit sollte das Kunde um einiges voll einfacher vorangehen. Ja, auf jeden Fall. Nicht wahr? Hier am Hafen ist alles in Ordnung. Ja, nicht wahr, mein Junge. Wenn wir Ausfahrsperre haben, schmeißen wir einfach 30 eiskalte Pikmin ins Wasser und dann kann keiner mehr wegfahren, nicht wahr? Ja. Damit zeigen wir es denen da oben. Wir sind immer noch bei 30 Pikmin. Ja, weil, ne? Achso, weil ich noch nicht mehr rausgeholt habe. Genau. Gut, das bringt jetzt wahrscheinlich nichts, noch gelbe rauszuholen. Du könntest denen helfen beim Tragen, aber warum? Wisst ihr auch nicht, was das jetzt... So, kann ich immer alle außer... Ja, okay. Dann also immer die, die man gerade aktiviert hat, kann genau. Man lassen. Das heißt, so kann man den Hund loswerden. Naja, er rennt, glaube ich, trotzdem irgendwann hinterher. Nein, der ist jetzt entlassen. Gut, wir haben keine Pikmin vergessen. Fantastisch. Drücke ruhig Minus und beende die Expedition. Niemals. Wir müssen garantiert heute nochmal hier hin. Also, ja. Im nächsten Tag. Wir kommen an die Erdbeere noch nicht ran, weil wir hier noch nicht hochspringen können über die Kante. Das wollte ich gerade noch gucken, ob wir da... Ja, da gab es doch eine Tüte, oder? Zum Hochschmeißen? Möchte ich meinen? Irgendwo. Geil. Ja, aber wir konnten die, glaube ich, von der Seite ja gar nicht holen. Ach so, hier ist das Ding. Ja. An den Baseball kommen wir, glaube ich, auch nicht ran. Baseball. Warum fangen wir denn nicht langsam an? Das sagen wir jetzt einfach in jeder zweiten Folge. Immer wenn wir das Ding sehen. Ja, und wir holen es nie. So, okay, cool. Gib mir einfach die empfohlene Menge an Pikmin. Ja, gut. Also, haben wir jetzt alle? Wir haben alle. Alles ist gut. Außer Ocean. Ja, Ocean, wer ist mein Ocean? Wer ist mein Guter? Wer ist mein Guter? Wer ist mein Junge? So, kann man auch einfach sagen, alle zurückschicken? Nee. Okay, YJ10? Ach so. Gehen wir auf Nummer sicher. Nein, natürlich nicht. Ocean ist wahrscheinlich auch so intelligent, dass er zur Not... Ich meine, der kommt von überall einfach zu uns angerannt. Das ist richtig. Er hat eine Wegfindung wie kein zweiter. Es gibt ja auch nur einen. Richtig, naja. So wie Rudi Völler. Den werdet ihr später noch irgendwann verstehen, liebe Kinder. Das war ein Ding in Redacted. Oh! Ja. Redacted ist einzufügen unser nächstes Let's Play. Ich habe tatsächlich gerade oben auf meine Thermoskanne gepustet, weil der Tee so warm ist. Sehr verrückt. Na, mal gucken, ob Russ jetzt so uns beim Bauen helfen kann. Ja, und was Schnotz uns Tolles erzählt. Oh, Schnotz! Wer spricht wen? Das ist eine gute Frage. Machst du Baumeister Russ und ich mir Schnotz? Oder willst du Schnotz haben? Naja, dann machen wir es so, wie du gesagt hast. Okay. Russ und Schnotz, die sehen ziemlich ähnlich aus. Ich glaube, die sind ja Brüder. Nur der eine hat keine Haare und der andere hat keine Augen. Braun. Braun? Okay, was haben wir alles hier gefunden? Nochmal die ganzen Sachen, die wir unterirdisch gefunden haben. Ja. Aber ich glaube, die anderen haben wir noch gar nicht benannt, oder? Doch, den Schicksalsweiser, Zeitmechanismus. Okay, das sind einfach alle Sachen, die wir gefunden haben. Hier, das Guckglas und die Kugel der Hoffnungs... Okay, erstmal das Guckglas ist das Drachenaugen-Doppelscope. Okay, legitim. Kein Scope, sondern ein Scope. Kugel des Hoffnungsrituals. Also eine Bead. Ja. Gebets... Hoffnungsritual. Gebetsdinger. Oh, wir wissen jetzt, dass wir 28% Fortschritt gemacht haben. Gut, gut. Erst 28%, wow. Willkommen zurück, Russ. Es freut mich, dass du alles gut überstanden hast. Haha, ich war unbesorgt. Schieß, ich konnte nicht auf das von mir selbst entwickelte Notausstiegssystem vertrauen. Ich habe einen Fehler gemacht. Das war natürlich sehr hilfreich. Doch ich wünschte, du hättest auch uns anderen erklärt, wie man es verwendet.
Aber instant. Ich hab einen Fehler gemacht. Oh Gott. Wenn ein Notfall eintritt. Ja, wenn ein Notfall eintritt, sollte ein Notausstiegssystem schließlich intuitiv und einfach in der Handhabung sein. Also jetzt, wo du zurück bist, Russ, hätte ich da eine Frage. Sind dir schon einmal Steine wie diese aufgefallen? Haha, ach nein, lieber Kobolden. Nicht nur sind mir diese Steine bekannt, ich habe sie auch bereits vollständig analysiert. Dabei fand ich heraus, dass sie bei den Hitzen ihre feste Form verlieren und sich nach Belieben formen lassen. Wen hast du noch mal immer so geredet? Ich weiß es nicht. Juri? Nein, aber irgendwie hast du mal so gedrückt geredet. Ich weiß es nicht mehr. Muss ein Undertale wahrscheinlich gewesen sein. Das habe ich keine Ahnung. Sogar ihre Eigenschaften ändern sich, wenn sie bestimmte Stimuli ausgesetzt sind. Ja, ein wahrhaftig vielseitiges Rohmaterial. Prima. Einfach gesagt, je mehr davon du sammelst, 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 das klingt cool, aber es stimmt, je mehr davon du sammelst, umso mehr nützliche Erfindungen können mir gelingen. Ich bin nämlich ein bisschen ein Genius. Kriegt das ein Duden oder nicht? Nein, ist richtig. Okay. Ich kalibriere zurzeit die 3D-Drucker, damit wir das Material nutzen können, sobald du es zum Beagle gebracht hast. Das wird von größter Wichtigkeit sowohl für meine Arbeit im Labor als auch für andere Bauprojekte sein. Das ist ja richtig toll, Ryan. Ich wusste doch, dass wir gut beraten waren, einen Materialwissenschaftler mitzunehmen. Das wird einfach so ignoriert. Mit dir haben wir unsere Rettungsmission bestimmt noch reibungslos bisher vorlaufen. Unsere Kollegen von der Rettungscrew sollen wir jetzt auch schneller finden können. Oh ja, da wir gerade beim Thema sind, außer Captain Olimar und unseren Kollegen haben wir noch weitere Gestrandete gefunden. Vielleicht gibt es sogar noch mehr Leute, die hier gestrandet sind. Was sollen wir in der Sache unternehmen, Chefin? Ich wollte gerade sagen, es ist einfach so eine namenlose Person namens Schmerz, die wir gefunden haben. Uns bleibt nur eines, sie alle zu retten. Und zwar ganz egal, um wie viele Leute es geht. Zur Not können wir sie ja einfach in unser Miniaturdingens packen und dann ist alles gut. Zur Not werden sie einfach in Glycerium umgewandelt. Das merkt auch keiner. Sobald wir sie hergebracht haben, überlasse ich es dir, sie mit allem zu versorgen, was sie brauchen, Colin. Verstanden, Chefin. Wieder eine Sache mehr zu erledigen. Hilfe für gestrandete Olimars Rettung, eine gute Energiequelle und rette die Rettungscrew. Ja. Oh ja, wir brauchen nicht mehr viel. Wir brauchen nur 93 Glycerium, damit wir von hier verschwinden können. Stark. Jetzt frage ich mich natürlich, ob man einfach zurück in die Höhlen kann, um immer wieder die Gegner zu farmen, damit man halt Glycerium quasi auf sehr langsame Art und Weise. Vermutlich. Okay, das war gerade totale Schnotzmusik. Hallo, ich bin der Schnutz. Ich mache weiße Gardinen grau und schmutzig. Schnutzig. Oh, Schnutz hat anscheinend nichts zu sagen. Bilde ich mir das ein, oder soll schon über Nacht wirklich ein ganzes Stück gewachsen? Tatsächlich. Blado. Das ist für Hunde seiner Rasse normal. Es bedeutet, dass er jetzt ausgewachsen ist und voll ausgelastet werden kann. Oh, scheiße, warum bin ich gewachsen? Oh, nee. Haut ab, das kitzelt. Die Pigmen tollen ja heute ganz unbeschwert herum. Wer hat sie eigentlich rausgelassen? Wir haben Leck in der Zwiebel. Ja, ich glaube, dass sie wissen, dass Ocean auf sie aufpasst. Immerhin ist er jetzt erwachsen. Ja, aufpassen, bis sie fressen kann, bis keiner hinguckt. Es rührt mich jedenfalls, dass sie sich so gut verstehen. Naja, das wird man noch sehen. Ja, ein weiterer Vorteil von Oceans Wachstumsschub ist, dass er jetzt auf Mission Motivation sammelt. Mit Feuer in den Augen. Ja. Warum guckt sich bitte Dingens sein Hintern so genau an? Ja, der weiß Bescheid. Mit dem richtigen Training ermöglicht sie ihm, neue Fertigkeiten zu erlernen, die bei unseren Einsätzen gut gebrauchen kann. Ja, Motivation müsste mir ganz viel geben. Sieh dir nur an, wie motiviert er gerade wirkt. Ja, ist die Motivation pur. Rettungscrew, auf eure Station, bitte. Verstanden. Okay. Ich erkläre diese Strategiebesprechung für eröffnet. Das Wichtigste zuerst. Russ, bitte bringe uns auf den neuesten Stand bezüglich der Verbesserung an der Beagle. Mit dem größten Vergnügen, der Führerin Shepard. Die Verbesserungen sind nämlich abgeschlossen. Knackig und auf den Punkt, ich mag was. Die Beagle verfügt nun über die Fähigkeit gesammeltes Rohmaterial, für seine einsetzbaren Ton zu wandeln. Ja, natürlich, Mr. Fit, hast du so geredet. Das ist ja ewig her. Mit dieser neuen Funktion ist es nur kein Problem, ich habe direkt vor Ort zu bauen.
Sehr gut. Ich weiß noch nicht, wie wir diese Funktion nutzen werden, aber das war ausgezeichnete Arbeit. Mr. Fit, verrückt. Eine Sache noch. Wenn ihr mit sag mal so, jede zweite Frau klingt bei mir doch auch gleich. Wenn ihr mir Rohmaterial bringt, kann ich mein Labor praktisch mal Hilfsmittel und Items erstellen. Items, hab ich eben nicht mehr gesagt. Ja. Zweifelsohne werden sie bei unseren Einsätzen von großem Nutzen sein. Ah, dann sollten wir also nicht nur Schätze sammeln, sondern auch Rohmaterial. Vorrang haben jedoch unsere vermissten Kollegen. Wir verlassen uns auf euch, Phelan und Ocean. Ah, und es gibt etwas, das ich später mit euch besprechen möchte. Wink, wink. Es geht dabei um Oceans Training. Diese Strategiebesprechung ist hiermit beendet. Verstanden. Okay. Nur Colin sagt verstanden. Dann meine Vorräte. Ja. Oh, hier kann man aber auch jeden Tag einfach sagen, ja, okay, gut, ich nehme mir hier einfach die Pikmin und dann kann man hier den Pikmin-Vorrat. Ja. Immer ohne, dass Zeit vergeht, halt ein bisschen auf. Ja, aber motzen. Ja, brauchen wir das jetzt noch nicht wirklich. Das Ding ist halt, funktioniert das jetzt für die Gelben wenigstens? Ja, nee, wir haben ja keine gelbe Zwiebel. Ja, eben, deswegen, das verwirrt mich total. Also wir dürften dann eigentlich dafür. Da hinten steht Schnotz. Ja, da drüben steht Schnotz. Der ist ja wieder der alte Schnotzi. Ja, da ist Schnotz. Habt ihr gehört? Schnotz ist wieder im Haus. Ist der Dicke wieder da? Nee, Schnotz ist im Haus. Schnotz ist im Haus. Da kommt der Dicke nie. Darf ich Schnotz kaufen? Nein, wir haben Schnotz im Haus. Dann würde ich sagen, reden wir erstmal mit Schnotz. Schatzkatalog. Ich bin ja so dankbar, dass du mich gerettet hast. Ich bin ehrlich gesagt immer noch ganz durcheinander. Wer ist das nicht? Eigentlich habe ich mich für diese seltenen Schätze hier interessiert, aber meine Bruchlandung war nicht geplant gewesen. Oh, Verzeihung. Mein Name ist Schnotz und ich bin Schatzgutachter. Ich halte meine Erkenntnisse gern in meinem Katalog fest. Schätze ansehen, verabschieden. Na, was hast du denn so für Schätze? Aha, das schießt du nicht für Schätze. Dann wäre ich sehr erfreut, wenn du dir meinen Schatzkatalog ansehen könntest. Es ist nur leider so, dass ich alle Daten verloren habe, als ich auf diesem Planeten gestrandet bin. Ach, Schnotzi. Wenn ich sie nicht ausmache, würdest du mir erlauben, alle Schätze zu begutachten, die du sammelst. So könnte ich mit deiner Hilfe sämtliche Schatzdaten in meinem Schatzkatalog zusammenstellen. Für deine Mühen sollst du auch eine Belohnung erhalten. Du müsstest nur über deine Funde auf dem Laufenden. Müsstest mich nur über deine Funde auf dem Laufenden halten. Sammel 50 Schätze. Nebenmission. Oh, wir haben schon 15. Ja. Boop. Oh. Oh, dieser das Keks. Das ist ja nicht schlecht. Ja, ne? Das ist so richtig was für Sammler. Das ist halt immer interessant. So diese ganzen Schätze und die Sachen, die irgendwie zu essen sind und so, die haben sie im Pikmin-Spiel immer schon relativ gut. Irgendwie, der ist jetzt nicht so hochauflösend, aber immer schon so hochtexturiert und lecker aussehen lassen. Ja. Aber der sieht wirklich aus wie einfach so ein Ring aus Steinen, aus Sand. Ich glaube, das ist generell so ein Fetisch von japanischen Entwicklern, einfach Essen immer absolut brillant aussehen zu lassen. Oh, der Kristallburger. Nee, den möchte ich nicht essen. Sind das so Liebesperlen oder? Ja, keine Ahnung. Also die aus dieser Nuckelflasche, die man früher kaufen konnte. Ah ja, genau. Oh Gott. Oh, wir können wirklich jeden einzelnen von Schnotz vorlesen lassen. Ja, aber die hiedliche Geruch dieses Raumschiffs zog mich an. Ich konnte nicht anders, als einen Bissen zu nehmen. Und es ist tatsächlich essbar. Ja, es schmeckt nach Schokolade. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Außer, dass das Schiff köstlich ist. Ist halt so der Louis aus diesem Projekt. Okay, man kann durchgehen, aber da ist nirgendwo eine Zahl. Du weißt nicht, wo du gerade bist. Nice. Unter großen Mühen hat jemand zuerst diesen Keks in eine perfekte runde Form geknabbert und dann einen weiteren perfekten Kreis aus der Mitte herausgebissen. Ja, das ist Sinn. Das ist meisterliche Kekskunst auf höchstem Niveau. Meisterliche Kekskunst ist, finde ich, eine gute Wortschöpfung. Ja. Ich bin zutiefst beeindruckt. Und die unauffällige Köstlichkeit. Dieser Schatz wurde für den kultivierten Gaumen gemacht. Zuerst wird dafür eine süß-salzige Soße über eine weißliche Paste ausgebracht. Ausgebracht? Ja. Ausgebracht. Ja. Diese wird dann frittiert und mit einem grünen Blatt Esspapier belegt. Klingt furchtbar, schmeckt aber großartig. Ja. Das ist Schnotz. Esspapier. Yeah, polierte Beeren. Yeah, guck's dir an. Das ist kein Pfirsich, oder? Nee, das ist ein. Das ist eine Pflaume, würde ich sagen, ja.
polierter Beerenstein. Ihre polierte Oberfläche lässt diese Frucht auf den ersten Blick wie ein Stein wirken, während das hellgelbe, zarte Fruchtfleisch mit seiner säuerlichen Note das gewiss etwas verleiht. Eine erstaunlich abwechslungsreiche Frucht. Ganz wild. So, was hat Schnotzi denn zu Sachen, die nicht essbar sind, zu sagen? Ich hab's probiert, hat nicht geschmeckt. Das ist ein Chalkboard-Eraser. Wer auf der Suche nach erholsamem Schlaf ist, sollte dieses Bett ausprobieren. Es besitzt nicht nur eine komfortable Größe, sondern lässt sich auch gut umdrehen. Wer das tut, wird vom feinsten feinem Staub eingehüllt, der zu schönen Träumen verhelfen soll. Ja, okay, Schnotzi. Bloop. Das ist die Bicycle Bell. Bicycle. Diese Warnvorrichtung wurde von einer alten Schutzgottheit getragen. Und er klang laut, sodass die Dorfbewohner eine Missetat begingen. Sobald ein Dorfbewohner eine Missetat beging. Entschuldigung. Jedes Mal, wenn es läutet, fängt einer an zu morden. Jeder, der den Klang vernahm, trat sofort zur Seite und machte so den Weg frei für die Schutzgottheit. Ich weiß, es stand umgekehrt da, aber... Okay, wir wollen, glaube ich, nicht alles vorlesen. Nein, bitte, wir heben uns das für später auf. Danke. Komm gerne jederzeit vorbei, wenn du einen Blick in den Schatzkatalog werfen möchtest. Hast du Schnotz? Okay, alles klar. Gut, dann werden wir jetzt erstmal mit ihm hier reden. Erlauben Sie mir, mich erneut vorzustellen. Mein Name ist Russ. Ich bin sozusagen das Gehirn dieser Mission der Rettungsgruppe. Aus seinem Rohmaterial sowie meinen handgewandten Komponenten kann ich diverse Items und Hilfsmittel anfertigen. Laboratorium. Ich kann mit Stolz sagen, dass meine Erfindungen unübertrefflich sind. Mein zweiter Vorname ist Perfektion. Im Austausch gegen Rohmaterial hältst du von mir Hilfsmittel. Sila, so leistest auch du einen Beitrag zu meiner Forschungsarbeit. Denn gelegentlich gehen mir allerdings die Komponenten aus. Geschieht dies, besuche das Labor einfach am nächsten Tag. Komm einfach später wieder. Erhalte alle Hilfsmittel. Null von... Okay, und jetzt können wir das theoretisch ausgeben, je nachdem, was wir haben wollen. Wow, eine Erkundungsdrohne können wir bauen. Dem empfiehlt sich, das Gelände aus jedem Winkel zu erkunden. Mit dieser Drohne behältst du den Überblick. Aussenden. Drücke X, um die gewählten Pikmin-Art auszusenden. Ah! Der Rush, er ist in einem Skill versteckt. Jawohl, nice. Instant, dankeschön. Das ist natürlich klug. Der Schatzanzeiger auch sehr gut. Ich glaube, den nehmen wir auch direkt mit, oder? Ja. Wir haben noch 145. Wir können fast alles kaufen. Ich würde den Flammenschutz weglassen. Ja. Wann brennt ein Hund schon mal? Ich habe noch nie irgendwann in diesem Spiel den Hund brennen sehen. Nein, ich auch nicht. Naja, dementsprechend. Also wollen wir noch die Drohne und die beiden? Also wollen wir. Was macht denn die Erkundungsdrohne? Es empfiehlt sich, das Gelände aus diesem Winkel zu erkunden mit dieser Drohne. Achso, da kannst du anders auf die Karte gucken quasi. Ja, da kannst du quasi fliegen mit der Drohne. Ja, genau. Ja, für 10 ist das doch recht praktisch, Müll zu haben. Ja, also du kannst damit niemanden aussenden oder so, nee, aber du kannst halt gucken. Nee, aber das ist doch in Ordnung. Kannst du ja gucken, wie der Wind weht. So, den Schatzanzeiger natürlich. Jawohl. Ich glaube, der ist selbst erklärend. Den gab es ja auch im zweiten Teil schon. Und jetzt sparen wir einfach? Oder willst du einen Flammenschutz? So können wir halt auch übers Feuer rüberlaufen. Ja, aber ich meine... Wir können auch erstmal sparen. Ich würde erstmal sparen. Mal gucken, was er sonst so... Lass mich nicht bei dieser Gelegenheit über die Verwendung meines Meisterwerks unterrichten, dem Außenhorn. Eigentlich funktioniert das recht simpel. Drücke einfach X, um ins Horn zu stoßen, um deine Pikmin auszusenden. Drücke gleich mal, um die gewählte Pikmin-Art oder Ortchen auszusenden. Mehrfaches Drücken sendet die gesamte Truppe aus. Wie du siehst, ist dieses Horn nur erlässlich, wenn es um Transport oder Kampf geht. Wahres Dandori-Dynamit sozusagen. Kaboom in dein Hirn. Jawohl. Ah, das ist jetzt ein guter Moment, um dir zu erklären, wie du die Items verwendest. Öffne die Aktion, indem du Y gedrückt hast, öffne damit Hilfe von dem Linksstick deine Tasche. Da findest du all deine Items, such dir einfach heraus, was du gerade brauchst. Okay, aber das Losschicken, das ist ja keine von diesen Sachen wahrscheinlich. Ich glaube das nicht, weil sonst hätte der das ja so erklärt. Wozu braucht man diesen Knochen und warum kann man den... Okay, das werden wir gleich beim... Wirst du dann beim Training in deiner Folge, denke ich. Ich denke mal. Herausfinden, weil sie möchte jetzt mit uns Pucci mit der... Oder Ocean mit der... Dingens irgendwas sagen, mit der Motivation. Ja. Aber gut, das sehen wir dann beim nächsten Mal und mich seht ihr hier fast gar nicht mehr. Nur den schönen Haarschwein. Ja. Dann wollen wir direkt mal hier... Oh, es... Jawohl. Fantastisch. Ich würde sagen, damit wär's mit dieser Folge von Let's Play Pikmin 4. Ab der nächsten Folge geht's dann richtig los. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Und immer schön tricky bleiben.